Willkommen zurück bei Let's Play Fable. Ich wollte gerade Cameo sagen. Wir stehen hier weiterhin in Oakvale auf einem Feld rum und geben unserer Schwester jetzt das Geburtstagsgeschenk. Ja, wir geben ihr tatsächlich die Pralinen. Ich wusste, ich würde Pralinen bekommen. Genau wie in meinem Traum. Los, wir gehen nach Hause. Mutter wird jeden Moment zu meiner Feier kommen. Ja gut, dann gehen wir mal nach Hause. Wartet, irgendwas ist hier faul. Räuber! Es geht tatsächlich los. Sie sind da. Erwischt. Ja, was soll man dazu Böse sagen? Das war nach Orkwell gekommen. Räuber metzelten und verbrannten alles, was ihnen begegnete. Blutrote Flammen erhellten die Nacht, während die Dorfbewohner schreiend um Gnade flehten, doch bald lagen ihre Leichen in den Straßen. Dann erreichten die Angreifer das letzte Haus, wo ein Junge mit seiner Familie lebte. Wegen dieser Familie hatten sie das Blutbad angerichtet. Der Vater kämpfte hart für die Seinen, doch er war kein Krieger und fiel tödlich verletzt. Die Räuber suchten überall im Haus, fanden den Jungen aber nicht. Weder Folter noch Drohungen lösten die Zungen seiner Mutter und Schwester, und die wütenden Angreifer entführten beide. Aus dem Wald sah der Junge, wie ihm alles genommen wurde, was er kannte, und wie sein ganzes Leben in Blut und Asche aufging. Er war allein. Krass, oder? Also ich muss gestehen, bis zu diesem Zeitpunkt beim ersten Mal spielen, ich hielt das für ein totales Kinderspiel, aber als dann das hier losging, oh mein Gott. Ja. Überall Leichen, die ganzen Dorfbewohner, die Wachen, wahrscheinlich auch der Händler. Und die Familie, die da gerade erwähnt wurde, ja, das waren unsere. Tja, shit happens. Hier ist durch die brennende Brücke. Und dann schauen wir mal, was hier noch so los ist. Ja. Die Häuser brennen. Und da liegt unser Vater. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Sie sind alle tot. Du möchtest doch wohl nicht auch so enden, oder? Dann reich mir deine Hand. Und das war es dann mit Oakvale. Ja, gleich mal die ganze Auszeichnung und Errungenschaften gekriegt. Ja, warum auch nicht? Hätte nicht gedacht, dass dir das auf den Magen schlägt. Na los,
Spar deine Kräfte. Mit mir willst du nicht kämpfen. Du weißt es vielleicht nicht, aber ich habe dir gerade das Leben gerettet. In Oakvale gibt es nichts mehr für dich. Wärst du geblieben, wärst du jetzt schon tot wie der Rest von ihnen. Komm mit mir. Ich bin Mace, Vorsteher der Heldengilde. Du hast bestimmt schon davon gehört. Du findest in ganz Albion keinen sichereren Ort oder ein besseres Zuhause. Falls du nach Vergeltung trachtest, brauchst du das Training, das nur wir anbieten. Wir sind da. Ich werde dich dem Gildenmeister vorstellen. Er wird von jetzt an dein Lehrmeister sein. Ja, das war's dann tatsächlich mit Oakvale. Wir wurden jetzt scheinbar gerettet und befinden uns erstmal in der Heldengilde, wo wir ausgebildet werden sollen. Captain Auvier schlägt zu. Ich habe einen neuen Schüler für euch. Er kann sich das Zimmer mit dem Mädchen teilen. Ihr seht mir nicht gerade nach einem zukünftigen Helden aus, aber Mace weiß wohl, was er tut. Tja, also dann folgt mir. Ihr teilt diesen Raum mit Whisper, einer unserer klügsten Schülerinnen. Sie spielt momentan im Wald, aber ihr lernt sie morgen früh bestimmt kennen. Aber jetzt solltet ihr erst einmal schlafen. Euer Training beginnt morgen. Und das war ja auch schon so hart genug. Zeit zum Aufwachen. Ihr müsst mein Zimmergenosse sein. Kleiner als ich dachte. Ich heiße Whisper. Bin schon seit einem Monat hier. Hatte das Zimmer für mich allein. Aber na gut. Wisst ihr, dass ihr im Schlaf redet? Hörte sich nach einem Albtraum an. Das geht vielen in der ersten Woche so. Manche halten nicht mal so lange durch. Na los doch, jetzt mal Tempo. Der Gildenmeister wartet im Kartenraum auf uns. Ihr wollt doch nicht schon am ersten Tag zu spät kommen. Folgt mir. Der Gildenmeister hatte wohl keine Lust mehr zu warten. Er ist wahrscheinlich auf dem Trainingsgelände jenseits des Flusses. Auf geht's. Ja. Dann mal ab dafür. Ich finde es übrigens auch lustig, was Ae für große Handschuhe trägt. Das sieht ja echt so ein bisschen schon nach Helber aus, aber naja. Das ist der Gildenjahr. Wenn ihr älter seid, könnt ihr hier einkaufen. Kann ich behilflich sein? Ja, ich habe 3 Goldstücke. Ich hätte gerne eine Ausrüstung. Ja, mit Ausrüstungsmitteln können wir auch interagieren, aber das ist eine andere Geschichte, was wir später machen werden. Obwohl, um es mal kurz zu zeigen... Zu hässlich. Pff, guck dich mal an. Echt jetzt? Naja. So, hier sind wir jetzt scheinbar in einem Innenhof mit einigen Gräbern offensichtlich und ja. Sollen jetzt hier mit dem Gildenmeister reden. Der ist auf der anderen Seite von der Brücke und da gehen wir auch gleich mal hin. Und die Gegend, ich muss sagen, das sieht echt schön aus. Das haben sie echt gut hingekriegt. Ich muss es halt nur noch hinkriegen, dass es aufhört, so ruckelig zu laufen. Das ist echt ein bisschen nervig. Wie ich aber sehe, egal. Konntet ihr euch von eurem Kissen trennen? Hierher, Freundchen. Also kommt, lasst mal... Also dann, es ist Zeit, dass wir herausfinden, was in euch steckt. Steigt in den Ring. Ich will, dass ihr die Attrappe so heftig angreift, wie ihr könnt. Macht weiter, bis ich aufhören sage. Ja, linken Abzug aktivieren, bla bla, das kennen wir eigentlich schon alles. Wir haben ja schon den einen oder anderen verhauen. Und druff da. Ja. Sehr viel habt ihr ja nicht gerade ausgerichtet, was? Hier, versucht es damit.
Endlich mal eine richtige Waffe. Oder auch Zeit. Macht 20 Schaden, keine Verstärkung. Aktueller Wert, also in Gold 5, leichtes Gewicht und Volltreffer 0, keine Ahnung. Ja. X-Taste, um den Stab auszurüsten und dann wieder X-Taste damit anzugreifen. Und damit können wir halt schon ein bisschen mehr anfangen. Wir haben sogar die Puppe zerstört. So ist es schon besser. Eliminiert ihr einen Feind wie die Attrappe hier, lässt ihr eine Erfahrungskugel fallen. Diese Kugeln enthalten das Wissen, das ihr durch das Töten der Kreatur erhaltet. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Kugeln einsammelt, denn sonst lernt ihr nichts. Jetzt hebt sie auf. Ja, wir können das entweder machen, indem wir drüber laufen oder den rechten Abzug zurücknehmen. Nun denn, morgen werden wir... Das ist der Alarm der Gilde. Hört sich an, als wäre im Wald irgendwas im Busch. Das ist eine gute Gelegenheit, um euren Geist zu testen. Ich warte am Eingang zum Gildenwald auf euch, während ihr euch mit dem Problem befasst. Wenn ihr fertig seid, reden wir über den Beginn eures Trainings. So, dafür kriegen wir mehrere Belohnungen. Wir kriegen 20 Gold, 30 Ansehen und Großtaten gibt es keine. Was Großtaten sind, lernen wir später. Info, ja, ändert auch nichts. Wir machen weiter. Ja, Questkarte hinzugefügt. Durch Drücken der Eck-Taste können wir die Ziele angucken. Ja, Markierung werden hier kurz erklärt, also Markierung auf eurer Karte benutzen, um uns durch den Quest leiten zu lassen. Das sind dann Regionsausgangspfeile, die den Weg zum nächsten Ziel weisen. Und es ist übrigens relativ stark geführt in dem Spiel. Das heißt, wenn man in einer aktiven Quest feststeckt und diesen einen anderen Weg nimmt, verlässt man die Aufgabe und der ganze Fortschritt in dieser Aufgabe wird dann zurückgesetzt. Wir haben da oben jetzt diesen blinkenden Fall, da gehen wir auch mal lang. Wobei es natürlich irgendwie ein bisschen stinkt, dass hier ein Alarm ausgelöst wird und die einfach mal den Neuling mit dem Stock dahin schicken. Wollen die mich loswerden oder was ist hier los? Egal, wir gehen mal gucken. Vielleicht überleben wir es ja. Immer positiv denken. Vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Ja. Und wir sind jetzt hier im Gildenwald. Gehen wir mal rechts um. Also scheinbar ein relativ kleines Gebiet und... Ja, was hier zum Beispiel solche Markierungen wie die Blasen hier anzeigen, das werden wir auch später noch kennenlernen. Also... Ja. Hier haben wir jetzt erstmal mit den Viechern zu tun. Und ich habe die falsche Taste gedrückt, aber trotzdem... Oh, das war gut. Glück gehabt, ich dachte, die kriegen mich. Und hier nochmal. Shit. Man sollte sich auf keinen Fall von denen umzingeln lassen und vielleicht auch mal anvisieren. Das kann nicht schaden. Oh, das war's schon. Ja, 20 Gold, 40, Ansehen haben wir es tatsächlich gekriegt und 4 Erfahrungspunkte. Also die Dinger, die hier rumfliegen. Das eigentliche Erfahrungssystem sieht noch ein bisschen anders aus, also noch ein bisschen komplexer, aber das, okay, wie kann man die Waffe wegstecken? Ah, okay. Weil auch die Wachen das nicht allzu gerne sehen, wenn man hier mit gezückter Waffe rumrennt, also... Wenn man sie nicht braucht, sollte man sie wirklich lieber sicher verwahren. Und wir gehen einfach mal zurück. War ja scheinbar doch nicht so schlimm. So, wieder auf zur Heldengilde von unseren Heldentaten berichten und was weiß ich. Weiter mit dem Training. Ach, da hängen jetzt sogar Käfer auf der Karte rum. Auch nicht schlecht. Gut gemacht, Junge. Diese Käfer können eine echte Plage sein. Mhm. Hier, ich glaube, dafür habt ihr euch ein bisschen Taschengeld verdient. Nein, wenn ihr mehr Gold wollt, wendet euch an die Diener. Sie könnten sicher Hilfe brauchen. Ihr könnt jetzt die Gilde erkunden, es sei denn, ihr seid bereit, euer Training fortzusetzen. Möchtet ihr eure Kindheit hinter euch lassen und das Erlernungstraining beginnen? Nein. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid.
Wir erkunden erst ein bisschen die Gilde, erledigen einige Nebenquests, weil die nämlich auch später dann, wenn wir weitermachen würden, nicht, weiß ich nochmal, dann werden die irgendwann nicht mehr verfügbar. Ja, Kochapfel erstmal einsammeln, warum auch nicht. Ein Apfel am Morgen, da macht euch der Sensenmann keine Sorgen. Ne. Dann haben wir es nur mit riesigen Käfern zu tun. So, hier liegen auch noch welche rum. Das ist nämlich auch von der Quest, die wir gleich annehmen werden, die Aufgabe, die Dinge einzusammeln. Und da wir gerade in der Gegend sind, dann machen wir das am besten sofort mal. Dann können wir das gleich erledigen und haben halt ein Problem weniger. So, hier ist scheinbar die Küche oder so. Wobei man auf diesen komischen Dingern auch irgendwie pennen kann. Ging zumindest in der Originalversion. Also das hier sollen scheinbar die Luxusbetten sein. Hör zu. Könnt ihr mir aushelfen? Ende der Woche muss ich dem Gildenmeister einen Apfelkuchen backen. Ja, mach doch. Aber ich finde keine roten Äpfel mehr. Ich brauche nur noch 4 mehr. Wenn ihr genügend findet, bringt sie bitte her. Ich belohne euch dann. Ja klar, helfen wir Äpfel zu suchen. Wir haben ja schon einige. Also, dann mal los. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir zu klein sind oder woran sonst, aber ich meine, das waren früher mal benutzbare Betten, diese Bretter. Also, die Gilde versteht es, ihre Angestellten gut zu behandeln. Hier liegt noch ein Apfel. Und... ah, hier vorne auch noch einer. So. Aber das eigentlich schon geschafft. Und können die Dinger wieder abliefern. Das sind am Anfang sehr kleine nebensächliche Quests, aber der Vollständigkeit halber kann man die halt mal mitnehmen. Habt ihr schon die Äpfel für mich gefunden? Ja, tatsächlich. Danke. Hier, bitte nehmt das. Oh, habe ich gerade was übersprungen? Tut mir leid. Auf alle Fälle haben wir jetzt einen Blaubeerkuchen. Okay, der hätte jetzt nicht so viel drücken sollen, aber naja. Shit happens. Man kann mit Sicherheit auch das Video pausieren und gucken, was dann gesagt hat. Die Untertitel sind ja aktiviert. Und dann gehen wir mal zu ein paar anderen Leuten hier. Also dieses goldene Symbol, was dann dort am Aufblinken ist, das ist das Gildensiegel und zeichnet unsere aktuelle Quest an, was halt in dem Fall wäre, mit dem Gildenmeister zu sprechen und unsere Kindheit hinter uns zu lassen, was wir halt noch nicht wollen. Ich bin der schnellste Gildelehrling. Der arroganteste seid ihr, das steht fest. Wir streiten darüber, ob ich der schnellste Lehrling dieser Gilde bin. Ich bin in 50 Sekunden zur Dämonentür und zurückgerannt. Übertrefft das. Kein Problem. Na gut, lauft in 50 Sekunden zur Dämonentür und kommt zu mir zurück. Jo, mach ich. Und ja, da ist so eine Quest, die durchaus ein bisschen schwer sein kann, vor allem wenn dann noch einem Leute im Weg stehen, geh aus dem Weg, Alter. Ich muss hier durch. Also den Weg kenne ich zum Glück. Da müssen wir jetzt nämlich einmal hier runter. Oder gleich zurück, dann sollte hier auch dieser Punkt weggehen. Das da vorne ist übrigens die Dämonentür. Und so, wenden. Zum Kameradrehen habe ich gerade keine Zeit. Ich baue den Daumen gerade auf der Sprint-Taste. Also, ja. Läuft ja trotzdem. Aber das war nicht geplant. Diese Zeit ist doch äußerst knapp eingeteilt. Also, ich hoffe mal, dass das jetzt gleich beim ersten Versuch funktioniert. Ich habe nämlich schon das ein oder andere Mal den einen oder anderen Versuch dafür gebraucht. Und ob? Tut mir leid, ihr seid ja langsamer als meine Oma. Ihr seht, das ist sehr knapp. Ihr schon wieder? Ja, wir probieren es nochmal. Na gut, lauft. Niemals. Nächster Versuch. Es sind eigentlich ziemlich dämliche Quests, aber so für den Anfang eigentlich mal ganz lustig. Dann hat man so ein kleines Wettrennen zu machen mit der Dämonentür, können wir später auch noch reden. Aber erstmal halt diese Quest irgendwie versuchen abzuschließen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das hier am Stück probieren soll, bevor es langweilig wird. Also ich denke mal, so dreimal kann man machen. Und dann mal wieder zurück zu dem Typen da hinten. Oh, 15 Sekunden, das sieht einigermaßen gut aus, aber es ist eigentlich immer ziemlich knapp. So, an hier rum. Ich habe es auch schon mal geschafft, mich da zu verlaufen.
Das ist erstaunlich. Wow. Wie habt ihr das gemacht? Ich habe meine Wette verloren. Ja. Oh, 25 Goldstücke. Das war nicht gerade wenig. Ich glaube, den kann man eigentlich nochmal anreden. Das hat's. Ja. Ganz toll. Laufen ist eh was für Idioten. Ach, jetzt auf einmal so, nur weil du jetzt der zweitschnellste Typ hier bist. Naja. So, an einen Punkt haben wir noch, den können wir abarbeiten. Der ist hier drin. Und zwar im Obergeschoss. Das ist nämlich der Turm von Mace und wir gehen da einfach mal hoch. Die Länge der Reise ist egal. Das Orakel muss beschützt werden. Wieso seid ihr so sicher? Wir brauchen euch vielleicht. Wer weiß, was alles auf uns zukommt. Die Zeichen sind zu stark, um sie zu ignorieren. Und die nördliche Einöde war zu lange von der Gilde isoliert. Dort kann ich viel erfahren. Hoffentlich denkt niemand, dass ihr vor einem Kampf flieht, um dem Tod erneut zu entrinnen. Ihr wisst ja, wie die Leute reden. Das ist mir gleichgültig. Möge der Tod euch verschonen, Mace. Worauf wartet ihr denn noch? Kommt herein! Oh. Das war Schnitter. Er war einst ein großer Held, als er noch Fleisch auf den Rippen und Blut in den Adern hatte. Jetzt ist er nur noch eine leere Hülle. Was versteht er schon von den Dingen, die wir entscheiden und tun müssen? Naja. Da sage ich mal nichts zu, was er davon versteht. So, hier bei dem Turm haben wir noch so einige Rüstung rumstehen. Da ist auch nachher die Rüstung, wie wir sie haben können. Später mal, jetzt natürlich nicht so als kleiner Knirps. In der Größe gibt es sie leider nicht. Wäre auch mal lustig. Aber gucken wir mal hier. Wir haben hier mehrere Bücher. Und ich denke mal, das lese ich jetzt mal nicht vor. Wir brauchen das auch gar nicht. Ach, schau mal, müssen wir es auch mitnehmen. Geschichte der Gilde. Und ja, das war's dann wohl auch hier oben. Können wir nochmal mit Mace sprechen? Nein, Junge. Beim Gildenmeister sollt ihr euch melden, nicht bei mir. Ja, schon. Ihr könnt jederzeit herausfinden, wo er ist, wenn ihr auf eure Karte seht. Ja. Er muss sich verlaufen. Wir wollten ein bisschen plaudern. Naja. Alle nur auf ihre Aufgaben fixiert. Wie hat er das nur geschafft? Ich siege doch immer bei Gilden. Also, ich glaube, das lag wirklich an dem Typen. Da können wir jetzt nochmal mit der Dämonentür sprechen. Dann soll es dann auch gleich gewesen sein für diese Folge. So, und da haben wir sie, eine Dämonentür. Die sehen hier deutlich uriger aus als im zweiten und dritten Teil. Was ich auch, da es halt Dämonentüren sind, deutlich besser finde. Ich habe eben eine Dämonentür entdeckt. Diese uralten Hüter werden gebaut, um alle möglichen Geheimnisse zu bewahren. Wenn ihr eine Dämonentür zufriedenstellen könnt, lässt sie euch vielleicht passieren. Euer Weg ist dunkel. Ja. Nur Licht offenbart ihn. Und ihr seid nicht helle genug. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ich kenne das Rätselslösung und wir können das Ding momentan noch nicht öffnen. Das kommt später. Und später ist halt auch der richtige, das richtige Stichwort für diese Stelle. Wir sehen uns nämlich dann später bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.